So. Lass mich kurz testen, ob alles funktioniert hier. Komm schon, Musik. Komm schon, Musik. Okay, das sieht gut aus. Einmal kurz Probe hören mit massig Feedback. Warum höre ich nichts? Ich brauche mal wen zum Testen. Ich brauche mal wen zum Testen. Was passiert denn, wenn ich das hier mache? Und hier mal. Ich kann es nicht testen. Ich weiß nicht warum, ich höre nichts. Ich brauche mal irgendjemanden, der mir hier mal sagt, ob es Musik gibt. In der Zwischenzeit erkläre ich mal, was ich heute hier vorhabe. Und zwar bastel ich wieder ein bisschen an meinem Spiel rum. Ich habe mir in den letzten Tagen, also das heißt in den letzten Tagen, gestern ein paar Notizen gemacht. Für ein paar neue Szenen, die ich brauche. Und dafür brauche ich wiederum Hintergründe. Und dafür brauche ich wiederum ein paar Skizzen, um diese Hintergründe zu basteln. Wir befinden uns in Kapitel 3 des Spiels. Ja. Ich erzähle natürlich noch nicht, worum es geht. Aber wir haben eine lustige Liste an Hintergründen, die wir brauchen. Und es geht in den meisten Fällen um eine Insel. Mal schauen, ob ich das Bild noch habe. Und wenn ja, wo? Eventuell habe ich das hier noch irgendwo. Nein, 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 nein. Das sind die ganzen Furry-Dinger. Wo ist es denn? Wo habe ich das denn gespeichert? Nein, nein, nein. Egal. Egal. Was wir brauchen. Oh, sorry, ich habe gar nicht gesehen, dass du da bist, Lars. Du kannst mir sagen, ob du Musik hörst im Hintergrund oder nicht. Weil theoretisch laut OBS funktioniert das, aber jedes Mal, wenn ich selber testen will, höre ich nichts. Was auch dran liegen kann, dass ich es hier halt auch laufen habe. Ganz leise. Okay, ich mach mal ein bisschen lauter. Und du musst mir sagen, ob es so zu laut ist für die Stimme oder ob es so noch erträglich ist. Okay. Vielen Dank. So, wo war ich stehen geblieben? Also, wir brauchen Hintergründe. Und zwar ein White Shot einer Insel, den ich schon mehr oder weniger habe. Das Dumme ist, dass ich den gerade nicht wiederfinde. Darin toben wir uns aus mit zum Beispiel einem Weg, einem Haus, einer kleinen Bücherei, einem Leuchtturm. Ich wünschte, ich würde wissen, wo ich dieses dämliche Bild gespeichert habe. Dann könnte ich mal zeigen, worum es geht.
Also seitdem ich den Computer hier neu aufgerüstet habe, finde ich absolut nichts mehr wieder. Warte mal, ich glaube, ich weiß aber, wo ich noch eine Skizze habe. Und zwar... Ich wünschte, ich hätte das richtige Bild. Jetzt muss ich das mal hier kopieren. Und zwar... das wollte ich nicht. Das mehr oder weniger die Insel. Ich habe irgendwo ein richtig hübsches Bild davon gemacht. Aber weiß der Geier, wo das ist. Das muss ich mal in Ruhe suchen. Was wir jetzt brauchen, ist... Was wir jetzt brauchen, ist im Grunde ein Ausschnitt von diesem Haus. So wie ein Ausschnitt vom Leuchtturm daneben. Theoretisch den Weg hier runter. Und ein Ausschnitt von diesem Haus. Eigentlich ist auf der Liste auch noch der Weg hier zum Dorf. Aber der wird im Moment ein bisschen schwierig, weil ich die Originalbilder nicht mehr habe. Eigentlich ist das alles ein bisschen schwierig, wenn ich das blöde Original nicht finde. Eigentlich wollte ich nur testen, ob dieser dämliche Stream funktioniert. Ich bin noch 10 Minuten drüben bei Double und dann gleich im Bett. Gute Nacht. Wenn ich mal wüsste... wo das wieder liegen geblieben ist. Dummerweise hat Clip Studio keine vernünftige History, soweit ich das sehe. Das ist definitiv nicht da. Die Frage ist, wie lange suche ich jetzt hier rum, bevor es mir zu doof wird. Okay, egal. Wir brauchen das Haus auch von innen. Damit können wir starten. Damit ich zumindest irgendwas anfange hier heute. Und zwar geht es hier im Grunde um das Haus von Anja selbst. Wir brauchen einen Eingangsraum mit quasi Wohnzimmer. Schreibtisch, solchen Geschichten. Und eine Tür jeweils in verschiedene Schlafzimmer. Wir brauchen einen Kamin, wir brauchen eine kleine Küche. Und das Ganze sollte ein bisschen nautisch aussehen. Anfangen tue ich meist mit der Überlegung, aus welcher Perspektive ich den Mist zeigen will. Ich könnte halt einfach... keine Ahnung. Einen typischen Raum machen, so. Das sieht dann aber meistens nicht besonders toll aus im Spiel. Darum versuchen wir, die Fluchtpunkte ein bisschen anders zu setzen. Auch wenn ich noch nicht so genau weiß, wie. Wenn das jetzt... das wird zu eng. Können wir das so machen?
und den Boden ein bisschen schräg. Dann hätten wir im Grunde. Dann hätten wir im Grunde, wenn ich es parallel mache, eine sehr schiefe Perspektive. Da ich auch noch nicht so ganz glücklich bin. Comic-ig werden, aber ich will auch nicht zu sehr ins Absurde, weil das nicht mehr zum Rest des Spiels passt. Ein lustiges Flugpunktwerkzeug. Na gut, okay, machen wir einfach mal. So, kann man ein bisschen schiefer gehen. So, das ist okay. Das sollte okay sein. Ach, du bist nicht Photoshop. Wie werde ich die Lineale wieder los? Achso, ich Genie habe jetzt in der Perspektivebene gemalt. Das
jetzt nochmal grob nach. Was für ein Himmelshindernis. So. Wenn dann diese Wand die Kaminwand wird, ein bisschen weiter nach außen gehen, dann hätten wir quasi Vordergrund, würde ich behaupten. Hätten wir quasi die Kaminwand. Im Schornstein. Wenn das immer so mit aussieht. Der nach oben geht. Den brauche ich nämlich später noch für eine andere Geschichte. Und der Schornstein sagt mir, dass über diesem Zimmer Anjas Zimmer liegen muss. Das heißt, wenn ich eine Treppe machen möchte, was ich brauche, muss sie entweder in diese Richtung hochgehen, was wahrscheinlich vom Spielbarkeitsfaktor her die beste Idee ist, oder halt entgegengesetzt, aber dann sieht man die Stufen nicht und man wird nicht sofort erkennen, dass es eine Treppe ist. Also werden wir die Treppe in diese Richtung bauen. Passen wir das Ganze nochmal ein bisschen an, damit wir auch genug aufs Bild bekommen. Ich will hier zumindest heute Abend noch eine sehr grobe Skizze fertig bekommen. Wenn ich das seit langer, langer Zeit vor mir hintrage, dieses Spiel. Und ich endlich mal weiterkommen möchte. Also wird hier im Grunde eine Treppe hochgehen. Das bewegen wir noch ein bisschen weiter an die Seite. Dann haben wir mittig noch ein bisschen mehr Platz. So. Wenn wir, dann quasi uns vorstellen, hier wäre, na, oh, das wird nicht ganz so leicht mit der Perspektive, glaube ich, später. Hier hätten wir eine Dachluke. Hier wären wir wieder an der Wand. Das bedeutet, man würde hier oben auf einen Flur kommen und hätte in Richtung hier quasi die zwei Zimmer. Ein Zimmer hier über uns. In der Story wird es darum gehen, dass durch eine ausgelöste Falle im Kamin ein Feuer ausgelöst wird. Das heißt, wir brauchen hier einen offenen Kamin, in dem wir ein Feuer entzünden können. Machen wir das ein bisschen hübschig. Machen wir eine kleine Biegung rein. Und dann werden wir hier ein entsprechendes Feuerdingsbums haben. Eine Feueröffnung. Das heißt aber auch, dass dieses Zimmer hier oben Anjas ist. Ich brauche eine Möglichkeit, ein Fenster zu öffnen in besagtem Zimmer. Das heißt,
Dies hier muss tatsächlich eine Außenwand sein. Wenn wir noch weiter in die Tiefe gehen, muss entweder das Zimmer oben ebenfalls weiter in die Tiefe gehen, was im Grunde kein Problem ist. Oder wir machen das, wir machen zum Beispiel eine, was wir machen könnten, wäre zum Beispiel ein bisschen weiter in den Raum zu gehen. Und an dieser Stelle wieder ein bisschen nach vorn zu gehen. Quasi. Mit einer Ecke. Und an diese Ecke würde dann die Treppe anschließen, oben und unten. Die Frage ist, warum sollte in dem Haus eine Ecke sein? Das macht keinen Sinn. Außer wir machen aus der Ecke keine wirkliche Raumecke, sondern einen Schrank zum Beispiel. Einen Regalschrank. Der wäre dann etwas flacher. Es wird eine Menge Nachzeichnen erfordern. Und durch die Perspektive werden wir hier nicht nach vorne gehen können. Sondern der Schrank wird quasi so in den Vordergrund gerückt und wird dann, oder? Nein, nicht ganz. Wir können ein bisschen. So. Wir können sogar noch ein bisschen weiter, denke ich. Wenn wir. Ich brauche nochmal Linien. Ich brauche nochmal Linien. Also, upsala. Wir haben hier unsere Ecke. Hallo? Würdest du mir bitte einen. Okay. Wir haben hier unsere Ecke. Wir haben grob hier unsere Ecke. Das heißt, wir würden auf den Schrank ungefähr in diesen Winkel zugehen, wenn wir den in der Höhe haben. Was okay ist, denke ich. Unsere Treppenluke würde folgendermaßen aussehen. Und unsere Wand hier oben wenn wir hinten sind hier. Also, würden wir dann ungefähr mal schauen. Upsala. So aussehen. So. Ach so, das war jetzt die Wand mit der Kaminecke. Dann gehen wir hier noch ein Stück an die Seite. So. So. Hoppala. So. Hier wäre der Kamin. Der würde bis hier laufen. Andere Kaminseite grob bis hier. Hopp, hopp. Und hopp. Unser Schrank. Mehr oder weniger hier mit einer leicht schiefen Parallel.
Treppe wäre hier. So, so. So, so. Würde die Wand. Da muss ich gleich noch ein bisschen basteln. So, wie würde denn das jetzt aussehen? In etwa so. Diese Wand würde hier runtergehen. Das könnte in Ordnung sein. Das könnte tatsächlich in Ordnung sein. Hier hätten wir. Hier hätten wir ein Fenster. Mal nicht ganz mittig, damit wir noch ein bisschen Platz für Dekoration haben. Aus dieser Ecke können wir eigentlich schön einen auch ein bisschen größeren Pinsel hier. Können wir theoretisch schön einen Stützpfeiler machen. Der zum einen ein bisschen Perspektive reinbringt, aber zum anderen auch bautechnisch Sinn macht wahrscheinlich. Das würde dann hier oben hochgehen. Müssen wir die Decke gleich noch ein bisschen erhöhen. Oder wir machen es einfach niedriger, das geht auch. So. Wäre der dann tatsächlich. Ja, der wäre sogar einigermaßen parallel zur Kamera, wenn ich das richtig sehe. Und der würde dann hier quasi hinterm Regal verschwinden. Dann brauchen wir ein bisschen Platz zwischen Regal und Pfeiler. Ups. Ich weiß noch nicht alles, ob das perspektivisch tatsächlich so funktioniert, wie ich es gerade im Kopf habe. Vermutlich eher nicht. Hätten wir hier unser Regal. Fällt gerade auf, dass dieses Spiel voller Regale ist, wenn es fertig ist. Mir gefällt das hier mit dem Stützpfeiler nicht so, wie ich es mir erst gedacht habe. Der, passt nicht so recht hier rein. Der an der Wand ist okay, aber der hier im Hintergrund ist doof. Wenn das jetzt so läuft, hätten wir die Ecke des Stützpfeilers, die quasi mit dem Dach abschließt und im Grunde durchs Dach geht. Ich würde dann lieber hier unten noch einen weiteren Stützpfeiler setzen. Denke ich. Und ah, diese Ecke. Ich hasse es schon bei mir zu Hause, wenn Regale in Ecken stehen. Was habe ich mir da wieder bei gedacht? Der Pfeiler würde hinter dem Regal verschwinden. Das hilft leider alles nicht. Das muss ich nochmal genauer begutachten. Was natürlich auch eine Möglichkeit wäre. Wäre den Stützpfeiler quasi ins Regal einzubauen, wenn wir nämlich das Regal noch einen kleinen Ticken weiter nach hinten laufen lassen.
sagen wir mal bis hier. Dann könnten wir im Grunde da, wo die Ecke des Raumes wäre, die Wand hochziehen und einen weiteren Pfeiler machen. Und dann quasi auch doof. Okay, lassen wir den zweiten Stützpfeiler erstmal weg. Machen wir stattdessen hier einen Diagonalen hin. Und schauen, wohin uns die Reise führt. Gut, unseren Kamin brauchen wir. Der wird hier oben ebenfalls im Dach enden. Und bis dahin würde ich sagen, aus grobem Mauerstein gefertigt sein. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Wenn wir einfach nur eine grobe Mauerstruktur machen. Einfach nur, um anzudeuten, was hier passiert. Und auch wieder ein bisschen Form reinbekommen. Hier unten kommt dann gleich die Öffnung rein. Mauersteine haben immer die Tendenz, selten über Ecken zu gehen. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht, so wie hier oben, den Stein über eine Ecke gehen lasse. Das sieht immer ein bisschen sehr merkwürdig aus. Wir können ruhig unterschiedlich große Steine machen. Das sollte dann alles ein bisschen rustikaler aussehen. Aber im Moment brauchen wir eh nur ein grobes Bild. Hier kann man so einen Senkrechter rein. Mit der eigentlichen Kaminöffnung sieht es anders aus. Die würde dann ein bisschen über den. Könnte das so sein? Könnte, glaube ich, grob funktionieren. Und da würde ich dann die Steine ein bisschen rundlich ansetzen, damit wir quasi einen schönen Kaminbogen machen. Bei dem man natürlich auch wieder aufpassen muss, was Perspektive angeht. Aber zum Glück ist das erstmal nur die Skizze. Das soll uns nicht weiter ärgern. Hier wiederum können die Steine über die Ecken gehen, weil wir ja im Grunde große Steine haben, die das Ding hier ausfüllen. Quasi die Steine haben hier ihre eigene Ecke. So, schauen wir mal. Hier muss unser Bogen rein. Den habe ich hier vergessen.
so, Pi mal Daumen. Okay, das wird alles ein bisschen kritzelig im Moment. Aber ich denke, man weiß, was gemeint ist. Hier wird dann wieder zuzementiert. Und hier würde dann die tatsächliche Arbeitsplatte anfangen. Ungefähr da. Heißt, wir können hier doch noch ein bisschen runter mit den Steinen. Und hier hätten wir dann die Oberfläche der Steine vom Kamin. Grob so. Grob so, okay. Natürlich gehört neben jedem Kamin ein ordentlicher Holzstapel. Kann ich ein bisschen Stabilisierung rausnehmen bitte? Danke. Da würde ich hier dann auch ganz gut zwischen die Dingens passen. Eine kleine Ablage-Teppichgeschichte drunter. Das wird dann das Holz. Hier schließen wir dann nochmal ab mit dem Rest von. Egal. War das gerade eine Erniedrigung? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe für das Kätchen-Fanart für Gamepad Ranger erst Perspektive versucht und es aufgegeben. Sag mal, ich weiß immer noch nicht, was du meinst. Perspektive ist eine Bitch und ich habe sie immer noch nicht verstanden. Und es wird nicht besser im Laufe der Jahrhunderte. Wir wollen eine Holzdecke. Warum kann ich die schon mal andeuten? Die wird dann bis hier verlaufen. Hinter dem Kamin. Ich denke, die Treppe wird dann auch eher felsig. Machen wir Fels oder Holz? Man könnte hier theoretisch auch eine Holzwand hochziehen. Und die Außenwand. Nein, die Außenwand ist verputzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Pixelbär fragt, ob es eine Einpunktperspektive ist. Was weiß denn ich? Theoretisch nein. Theoretisch sind die Querlinien auch minimal angewinkelt, damit es ein bisschen lebendiger aussieht. Aber in der Skizze sieht man davon aktuell nicht viel. Und der Rest ist auch nicht unbedingt ein Punkt. Warte, ich kann dir mal... Wo habe ich denn... Habe ich schon wieder in der Perspektive rumgemalt? Warum tue ich das ständig? Okay, pass auf. Ich kann dir das jetzt wissenschaftlich erläutern mit dem Fachwissen eines Backsteins.
Wir haben aktuell ungefähr 3 Milliarden Punkte. Gehen wir mal bis hier oben hoch. Grob. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das hier sollte ein Punkt sein. Ich schaue gerade, was da noch. Nein, ich glaube, wir haben sogar drei Punkte. Das macht alles keinen Sinn, was ich hier mache. Das ist die Hintergrundperspektive. Die sollte zumindest einigermaßen stimmen. Nein, tut sie nicht. Nein, tut sie nicht. Plötzlich bin ich nicht mehr sicher, an was ich das gerade festgemacht habe. Ach, da trifft sich was, okay. Wie komme ich denn dann auf diese Geschichte hier? Tja, wir werden es niemals herausfinden. Ja, ich habe das Perspektive-Tool gesucht. Ich habe es nicht gefunden. Ich wusste, dass es eins gibt und dass ich das mal benutzt habe. Aber weiß der Geier, wo es ist? Wir wollen schwarz, bitte. Also. Wir können natürlich auch die Treppenstufen felsig machen. Aber die... Shit, jetzt brauche ich wirklich Perspektive. Wird das so hinhauen? Dann gehen wir weiter nach unten. Das Gute an einer steingehauenen Treppe ist, dass sie auch mal schief sein darf. Ja, das ist hier ein bisschen zu groß. Das gefällt mir so nicht. Zup, 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 zup. Wie spät haben wir es denn? 10:30, ein paar Minuten kann ich noch. Aber ewig werde ich heute auch nicht machen. Papa muss morgen arbeiten. Aber wie der liebe Iki schon sagt, schön, dass es endlich weitergeht. Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich habe echt sehr lange vor mich hingetrödelt hier. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir den ganzen Mist mit Holz einigermaßen verkleiden, sollte das theoretisch gar nicht so sehr in Betracht fallen hier. Wenn wir meinetwegen hier runter gehen. Und hier den Punkt setzen.
Okay, da muss noch mal jemand ran, der nicht ich bin. Oben wäre dann unsere Dachluke. Hier wäre dann theoretisch schon die Außenwand. Mit noch einem netten Holzpfeiler. Und da können wir dann auch ein bisschen mit weiteren Stützpfeilern durchdrehen. Das wird, glaube ich, keine so große Rolle spielen im Moment. Aber es bringt auch ein bisschen Struktur rein, wenn es denn funktioniert. Dieses hier wird dann eine Holzwand. Ganz grob. Das ist zu dick, das ist zu dick. Das muss nochmal anders. Unser Fensterchen. Schöne Steine bekommen. Die Frage, lassen wir die Steine nur über dem oberen Bereich oder gehen wir einmal komplett rum? Das soll ja auch nicht zu ritterburgig aussehen am Ende. Kann ein bisschen Verzierung da haben. Was nicht so cool ist, ist, dass wir mit dem Fenster an der Rückenecke nicht allzu viel Spielraum haben für nette Lichtschwärzchen. Das heißt, man könnte, das Fenster soll nicht an diese Seite. Die Seite brauche ich noch. Hier macht ein Fenster keinen Sinn. Die andere Möglichkeit wäre halt, hier ein Fenster zu machen. So über dem Treppchen. Vielleicht können wir die Treppe noch ein bisschen verziehen. Dann könnten wir das Regal theoretisch an diese Wand stellen und man könnte auch direkt sehen, was drin ist, was vielleicht gar nicht übel wäre. Wenn also der ganze Schund hier verschwindet. Oder wir lassen die Treppe da hochgehen. Das ginge auch, wenn die Treppe hier hochgeht. Aber dann fehlt mir, der Eindruck vom Dreidimensionalen ein bisschen. Also nehmen wir mal an, wir machen es anders. Nehmen wir mal an, wir machen es so. Dass wir unsere Wand hier, upsala, hier verlaufen lassen. Dann hätten wir den Punkt da. Nehmen wir mal an, wir machen das so.
Raumecke würde dann grob so abtreten. Ja, das sieht mir nicht winklig aus. Lass mich die eben mal kopieren. Nacht ihr. Ich hau auch gleich ab. Ein bisschen will ich hier noch rumbasteln. Wenn wir also die Decke so machen würden und demzufolge so. Der Treppe schon ein bisschen früher anfangen. Sagen wir mal hier. Sagen wir doch mal hier. So ungefähr in der Höhe. Nicht zu gerade machen. Dann hätten wir dann sieht die Treppe aber schief aus. Siehst du, und da bräuchte man Perspektive. Also Professional Perspektive. Ich leider ein bisschen dusselig bin. Gib mir nochmal eine Ebene bitte. Ja, die ist okay. Also, wir haben einmal hier eine. Wir haben hier eine. Wir würden die Rückwand leicht versetzt machen. Und diese Rückwand demzufolge auch leicht versetzt. Und diese Geschichte wäre mehr oder weniger senkrecht. So, und da hört es jetzt mit meinem Perspektivverständnis schon auf. Wenn ich hier die Treppe ansetze, müsste ich theoretisch, ups, theoretisch hier wieder durch den Punkt gehen. Und hier durch den Punkt. Und dann hätten wir im Grunde unsere Treppe. Ungefähr auf dem Verlauf. Ungefähr mit dem Winkel abschließend. Hier hoch. Da hoch. Hey, da hoch. Bin nicht sicher, ob das mit der Dachluke so passt. Vielleicht tut's das tatsächlich. Okay. Das ist, es kann nicht stimmen, dass hier, das ist auf jeden Fall nicht richtig. Weil da müssen wir dann so weitergehen. Wenn ich jetzt wirklich alles hier an der Perspektive falsch mache, sag mir bitte mal irgendwer Bescheid, weil wie gesagt, das ist nicht so ganz mein Ding. Dann wäre der Ofen grob in der Höhe.
würde ich hier nicht abschließen. Oh Mann, jetzt habe ich mich verhaspelt. Wir hätten hier und hier. So. Wir wollen aber ein bisschen weiter nach außen. Heißt hier. Gib mir nochmal beides bitte. Lass mich noch ein bisschen Platz dran setzen. Was stimmt da nicht? Hab ich diesen Kamin zu breit gemacht? Irgendwas passt da vorne und hinten nicht. Das würde hier reingehen und wir hätten hier die zweite Kurve. Was stimmt denn da nicht? Das Ding hier geht auf einen komplett anderen Fluchtpunkt. Das stimmt dann nicht. Ich hasse Fluchtpunkte so sehr. Also, das ist die Ecke. Hier wäre grob der Boden ungefähr in dem Abstand. So. Dann würden wir an der Wand hochgehen bis grob hier, also so, und hätten hier die Fläche, an der der Kamin angrenzen würde. Und wenn wir auf diese Ecke hier gehen, und wo der Kamin hier runterkommt, ja, es ist jetzt die Frage, wo würde ich da hingehen? So, ne? So. So. Das heißt im Grunde, sollte das so passen. Ich glaube einfach mein Schornstein steht zu weit ab. Wenn nämlich jetzt so. So aussehen würde. Und quasi die äußere Ecke. Ohne das hier bitte. Breiter wäre.
Dann wird, glaube ich, wieder einigermaßen in der Bahn. Dann hätten wir hier unsere Kaminoberkante. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, falsches Werkzeug. Unsere Oberkante. Was mache ich denn hier? Ich möchte auf diesen Pinsel. Sag mal. Ach so, ich habe hier die. Warum habe ich denn? Ach so, weil ich immer noch in der falschen Ebene bin. So. Also, wir hätten hier die Oberfläche unseres Kamins. Wir würden hier in den Schrank gehen. Und der Kamin würde hier an den Schrank gehen. Okay, gehen wir einfach mal davon aus, dass das so stimmt. Dann hätten wir hier unsere Wand. Ich kann heute nicht gerade zeichnen. Und Treppe Versuch Nummer 2 wäre hier. Warum habe ich das? Achso, wegen dem Fenster. So, na gut. Okay, okay. Das hat den Vorteil, dass wir hier jetzt unseren zweiten Pfeile anbringen können. Was ja auch schon mal nicht verkehrt ist. Wir sind wieder hier ungefähr. So Pi mal Daumen. Und hier wäre dann das Holz zu sehen. Und dann würden wir unser Regal hier hinsetzen. So ein bisschen seitlich. So zum Beispiel. So grob, dann haben wir hier noch Platz für Deko und hier können wir unser großes Fenster machen. Nicht ganz so. Das sieht mir nicht gerade aus. Wir hätten... Gib mir mal noch eine Linie bitte. Jetzt haben wir doch eine mehr oder weniger Ein-Punkt-Geschichte. Viele zeichnen auch eine Wand erst in der 2D-Ebene und dann verzerren sie so, dass es perspektivisch passt. Du hast theoretisch bei Clip Studio, das weißt du garantiert auch, die Möglichkeit tatsächlich irgendwie Wände selbst zu ziehen, glaube ich, in einem 3D-Modell und die dann quasi auf 2D zu übertragen. Aber ich habe gerade absolut keinen Schimmer, wo diese Option war. Warum ist mir das im Moment erstmal egal? Aber wenn ich das hier nochmal sauber zeichne, werde ich gegebenenfalls drauf zurückgreifen. Nein, da bitte.
Nehmen wir einfach mal an, das funktioniert. Dann hätten wir hier unser Fenster. Und können nämlich wunderbar später einen relativ netten Lichteffekt machen, der dann quasi von hier bis da ungefähr den Boden beleuchten kann und so ein bisschen Schatten reinbringt, weil dann die Treppe ihren eigenen Schatten nochmal werfen würde. So dass wir dann quasi hier und hier Schatten hätten. Könnte vielleicht ganz nett aussehen. Mal schauen, das wird sich dann zeigen. Gut, dann wieder zurück zu unserer Dachluke. Oh, ich habe jetzt meine wunderbaren Hilfslinien verbraten. Ugh. Gut dabei. Das heißt, wir werden ungefähr da. Pfosten, den wir vorhin schon mal hatten. Der dann oben wäre. Parallel sein. Wir müssen ein bisschen weiter an die Wand gehen. Und hier wäre dann die Hauswand. Grob so. Oder? Oder sehe ich das falsch? Oh Gott, ich bin da schon wieder irgendwo abgerutscht. Pi mal Daumen sehen. Ich glaube, ich würde hier dann tatsächlich ein Geländerchen machen. Und ein bisschen höher darf es ruhig sein. Und so Holzlatten. Ich weiß noch nicht, ob mir das perspektivisch so gefällt. Aber okay. Gut, soweit so gut. Hier werden dann
noch ein paar Ablageplätze. Gleich ab. Wir hätten ich hatte ja eigentlich noch an einem vor dem Timer. Ein bisschen weiter hin. So. Quasi nur den Rand sehen, also von da mehr oder weniger gerade drauf schauen. Und hier würden wir ein bisschen in das Regal reinschauen. Ich wollte ja gerne noch einen kleinen Schreibtisch haben. Wenn der jetzt hier hinkommt. Neben dem Holzscheit. Also in der Höhe würde ich behalten. Das Regal verschieben wir noch einen ganz kleinen Tick. Zumindest so ein kleines Tischchen. Das wäre dann so. Und dann können wir. Was schmeißen wir in den Vordergrund? Das steht noch für gewöhnlich in so einem Raum. Aber wir brauchen ja noch einen. Ist
zu viel Klimbim. Wenn ich einen Tisch in den Vordergrund schmeiße, wird das zu wuchtig, glaube ich. Ah, vielleicht funktioniert das. Mal schauen. Das muss ich dann mal sehen. Ja, auf jeden Fall. Warte mal. Wenn wir so vielleicht funktioniert das tatsächlich, wenn das nur im Vordergrund ist und man da hinterherlaufen kann. Mal schauen, ich lasse ihn erstmal drin. Oben an die Decke kommt sonst weiter nichts. Das wird reine Holzplankerei hier. Wand haben wir sonst auch nicht. Da können wir auch theoretisch ein Bild oder so reinhängen. Schauen wir mal, was drauf kommt. Auf dem Schreibtisch brauchen wir Zeichenwerkzeug. Ein bisschen Papier. Vielleicht ein Buch. Ich glaube, das könnte tatsächlich funktionieren. Auf den ersten Blick komplett katastrophal, perspektivisch erscheint es mir nicht. Was schon mal gut ist. Quadratischen Teppich rein, um noch ein bisschen Tiefe reinzubringen. Das wäre natürlich nett, wenn das ein bisschen über quasi Holzverkleidung darunter müsste dann ein bisschen zurückgezogen sein. Das sieht, glaube ich, ganz nett aus dann. Das hier werden alles Steine. Da brauche ich mir also keine Gedanken machen. Ich
Ganze eventuell noch ein bisschen an die Seiten ziehen kann. Das ist die komplett falsche Ebene. Dich und dich. Und dich. Damit man noch ein bisschen das Fenster aus dem Weg bekommt und ein bisschen mehr Platz hat. Na komm. Du bist das Fenster, du bist das Fenster. Den ganzen Spaß einfach noch ein bisschen an die Seite ziehen. Kann man das vorziehen? Nee, das sieht komisch aus. Das wird schon okay sein. Kerzenständer hin oder so. Vielleicht ein Tellerchen. Das wird aber eh alles Vordergrund. So, ich habe mal wieder weniger geschafft, als ich erhofft habe. Vielen, vielen Dank für die lieben Worte, liebe Leute. Ich denke, wir werden es dann mit ungefähr so einem Ausschnitt zu tun haben. Vielleicht sogar noch schmaler. Ja. Okay, mache ich mal eben eine Notiz hier. Kenne später. Und dann schauen wir mal, ob wir nächstes Mal mit einer weiteren Skizze fertig machen, damit wir erstmal was zum Arbeiten haben, oder ob wir die schon mal so einigermaßen reinzeichnen. Mal sehen. Mal sehen. Sehen nicht, ob noch jemand da ist. Aber falls noch jemand da ist. Warte. Wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend. Eine wunderschöne gute Nacht.
Bis morgen.